So, dahinter werden sich jetzt wahrscheinlich noch mehr Gegner. Oh, da ist ja schon der Stein. Na komm, fetter Boss. Dass ihr hier aufgetaucht seid, war der letzte Fehler eures Lebens. Ich hätte gesagt, das wäre so ein Hordenmeister. Oh. Sehr gut. Ach, fuck. Nicht so gut. Ring der Diebe. Dann lässt der Stein. Ich habe es Savilla-Stein, genau. Jetzt auf und zurück. Macht euch auf, Kameraden. Zurück ins Glück. Denn wir werden erstmal ein bisschen Geld bekommen. Money, money, money. Must be funny. In the rich man's world. Und hier haben wir noch eine Kiste. Tun wir mal die graue Kutte. 10 Gebote, das Amulett der Könige. Ein Stündchen schlafen. Ja stimmt, wir sind doch schon Ewigkeiten kein Level mehr aufgestiegen. Fehlt nicht mehr viel. Ja, wir können auch nicht mehr so viel leveln. Aber da bei Athletik haben wir bald. Akrobatik, ja, geht schon. Athletik werden wir bald aufsteigen. Wiederherstellung dauert noch. Rüstung sind wir Meister. Da sind wir Geselle. Blocken dauert auch noch ein bisschen. Da sind wir auch schon Meister. Und da sind wir auch schon Experte. Ja genau, ich könnte ja meine Ausrüstung reparieren, damit habe ich ja gar nicht gedacht. Oh, ich böser Junge. Na, komm her. So. Zack, 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 zack. Perfekt. Trapdoor. Du verarschst mich doch jetzt. Ah, egal. Ich hab doch auch nur... Ja. Jetzt gehen wir mal zurück zum Graufuchs. Da der jetzt unser bester Kumpel ist. Ach ja, der gute alte Graufuchs. Brains. Das mache ich jetzt jedes Mal, wenn ich ihn beschwere. Der Graufuchs wartet auf euch. Übrigens, ich glaube, es geht wieder etwas aktiver mit dem Smart Together weiter, je nachdem, wie es jetzt die anderen verhalten. Ich habe gehört, dass... Nocturne als Kutte? Ihr glaubt, dass dies Nocturne als Kutte ist? War eine Notiz im Kloster. Aha. Ich vermute, das lässt sich nicht vor euch verbergen. Verbergen? Was für ein Scherz. Alles in diesem Dokument entspricht der Wahrheit. Meine Identität darf nicht bekannt werden. Um genau zu sein, habe ich euch meinen wahren Namen gerade zweimal genannt. Aber ich möchte schwören, dass ihr euch nicht erinnert. Ihr und ich, wir sind uns sogar bereits begegnet, als ich die Kutte nicht trug. Euer verwirrter Verstand sieht mich und ihn als zwei verschiedene Personen. Ja. Nicht einmal meine eigene Familie kennt mich. Ich würde viel dafür geben, die graue Kutte und den damit verbundenen Fluch loszuwerden. Fluch? Wie ich höre, ist Savillas... Hier ist der Stein. Prima. Nun durchschaue ich die Schutzmechanismen des Palasts. Gut, dass der Kaiser nicht wusste, dass der Stein dort war. Er hätte ihn zerstört. Oder ihn fortgenommen. Sobald ich alles in Erfahrung gebracht habe, was ich wissen muss, werde ich wieder nach euch rufen lassen. Wir sollten Helvius Haus nun verlassen. Er hat mir gut gedient und verdient seine Ruhe. Ja. Graufuchs. Ich beantworte keine Fragen zu meiner Person. Schatten mögen euch verbergen. Ich darf ja kein Gildenmitglied beklauen, also nö. Jetzt habe ich das gemacht. Ja, ne? Skriver mein Graufuchs wäre möglich. Bis dann. Ich grüße euch. Ich habe mein Ziel erreicht, einen diebesguten Wert von über 700 Goldstücken verhökert. Wenn ich bei der Stadt bin, sollte ich nach einem weiteren Boten des Graufuchses Ausschau halten. Ja, okay.
Okay. Gut. Was? Ich denke mal, ich gehe jetzt mal Steam gerade und mache erstmal eine Einkaufstour. Mit Einkaufstour meine ich, ich raube irgendein Haus aus. Weil, na, Raub und so. Also, bis mich der nächste Bote ereilt, das sehen wir dann ja. Oh, eine regnerische Nacht, das kommt ja super. So, wo könnte man denn stehlen? Eine Herberge ist nicht eine Herberge möchte ich jetzt nur ungern einbrechen. Na gut, dann brechen wir hier mal ein. Ich frag mich, von der nächste Bote des Gaufuchses unterhält. Naja, egal. Raus hier, jetzt. Kommt, kommt, es gibt kein... Es ist out. Oh, ja, okay. Zu alt. Kein Ding. Ich habe 40 bezahlt. Um jetzt ganz schön viel mehr abzustauben. Guter Preis. Brains. In welchem Haus war ich jetzt nochmal? Jetzt bin ich hier hinter, dann bin ich hier durch. Und dann bin ich in das erste beste Haus gegangen. Und das war dann hier, so. Und hier drin werde ich jetzt erstmal ein bisschen klauen. Fünf nehme ich mit. Silber. Immer her. Ach, nee. Egal. Was gibt's hier noch alles Schönes abzugreifen? Silberkelch. Billiger Wein. Billiger Wein. Keramik ohne. Ist im Schrank was Interessantes? Oh, sehr schön. Silberschüssel, eine Orange, Silberteller, Gabel, Messer, Löffel, Schüssel, Kelch, Krug, Teller, Karotte, Krug, Keramik, aber egal, Tomate. Essen einfach mal generell ja alles mitnehmen. Weißt du was, ich kann eigentlich die ganze Bude ausräumen, alles was halt so von Wert hat. So. So, hier gibt's schon mal nichts mehr. Nehmen wir auch mit. Ein Silberkelch. Zack, 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 zack. Das ist nur eins wert. Oh, jetzt haben wir zwei Bände von der Vara Barentia. Silbervase, Silberurne, Silbervase. Nichts Besonderes. Oh, eine Kiste. Mit nichts Besonderem. Eine Tonne mit Bullshit. Ah, super. Verstärkte Tür. Öffne dich. Oh, hier gibt es sicher was zum Maus. Schmuck, erstmal der Schrank. Hammel, okay, den nehmen wir noch mit. Surrelie Brüderwein, eine Schmuckkiste. Kein Ding. Naja, ist Ruhe. Sehr gut. Silbervase, grüne Sandschuhe, goldig praktisch, blaue Lederschuhe, Keramikkacke, Gold. Immer mehr.
50, 45, 20. Silberschwert im Schreibtisch finden wir. Nichts Besonderes. Blaue Samtkleidung. Du und du kommst noch mit. Oh, hier ist Wein. Zack, 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 zack. Wir haben ja gelernt, Wein ist sehr viel wert. So, und jetzt gehen wir noch in den Keller. Sollte auch noch was zu holen sein. Öffne dich, Keller. Wieso habe ich eigentlich einen Schlüssel, wenn ich sowieso hier als knacken muss? Meine Fresse. Oh, oh. Wein, Wein und Wein. Was ist das bitte für eine Ratte? What the fuck? Wie fährt die aus? Holy shit! Das war ja nicht mehr lustig. Alter, habt ihr das gesehen, wie viel die ausgehalten hat? Billiger Wein. Im Schrank haben wir... Hummel. Oh. Zinn. Silber. Rot. Na gut, okay. Ich würde mal sagen, gehen wir zum nächsten Healer. Oh, da ist noch ein Wein. Ein Keramikkrug. Ich meinte, ein Keramikkrug. Skill. Das sah jetzt extrem cool aus. Du kommst her und du kommst her, so. Ich bin dafür, dass wir Ungar erstmal noch ein bisschen, dass wir Ungar treu bleiben für dieses LP. Weil Baum, das ist ganz klar. Elend, lasst es auf euren Schultern der Flucht der schwarzen Künste. Suche Trost am Altar der Idioten. Wer hilft einem alten Mentor? Einen wunderschönen guten Tag. Hörst du das? Was wollt ihr? Wenn Nord... Ja, genau. Wiedersehen. Ich bin auch Nord, ey, wie so euer Athletik Fertigkäufen prässelt. Wo ich gerade vorhin noch davon geredet habe, was passiert natürlich, ich steige immer ab. Ich breche doch hier gar nicht ein. Mein Lieblingskunde. Was habt ihr denn? Oder? Ja. Ah, Ungar. Wieso kannst du nicht einmal zu Hause sein, wenn man dich braucht? Nie stelle ich Ansprüche. Niemals. Und du lässt mich im Stich. Hallo. Hallo. Irgendeine Idee, was... Benlin. Oh, Benlin. Ich hab dich geliebt, Alter. Ich bin sie. Ist der fertig? Mein Lieblingskunde. Das ist der. Was schafft er denn? Das ist der Wächter von dem einen. Ich denke, für den Preis. Elfen, den wir mal da umgelegt haben. Total fertig. Ich denke, für den Preis. Ja, für den Preis, ne? Das ist. Da kann ich vielleicht noch ein bisschen was raus. Mal schauen. Neunmal billiger Wein. Ich denke. So, damit haben wir eigentlich schon genug Geld für die komplette Diebesgilde fertig. Ich verkaufe jetzt trotzdem nochmal den ganzen Kram hier. Verhandeln, falschen Angebote vergleichen. Das alles läuft nur auf ein Ziel hinaus, den besten Preis für die Ware zu erzielen. Lange des Kaufhandels, wenn ein Gegenstand verkauft ist, nur mehr egal, ob dieser beschädigt ist. Ja gut, verkaufen den ganzen restlichen Schrott, den wir verklaut haben. Das ist ein echtes Schnäppchen. Trotzdem noch, weil den brauchen wir sowieso nicht. Ich denke... 1000. Das ist mehr, als ich für gewöhnlich zahlen würde. Ist klar, Ungar. Ich denke für den... Ich denke für... Ich denke... Ich denke... Ich denke... Ich denke für den Preis kann ich...
Ja, ist gut. Braucht auch kein Schwein. Der ganze Barbarenzia-Kack hier haben wir auch noch. Das. Nimm ein es. Gut. Ich bin ich. Ja, jetzt kannst du schlafen. Schatten mögen euch verbergen. Ja. Kann ich auch nicht pennen. Irgendwo. Wie geht es euch? Super. Ich habe schon bessere Zeiten gesehen. Hey du. Ihr, benötigt ihr das etwas? Schicksal von. Was kann ich? Ich hätte gern ein Zimmer. Ich habe eine. Na gut. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich möchte jetzt einfach nur schnell mein Level abmachen.